Mein Name ist Oliver Rosenbohm. Ich bin inzwischen seit 23 Jahren bei Porsche und ich leite den Interieurentwurf für alle Baureihen. Wenn ich den E1 sehe und mir in einer Reihe die aktuelle Cayenne-Familie vorstelle, da denke ich spontan, was eine Geschichte und was eine Story. In der Retrospektive ist es extrem interessant zu sehen, wie sich über die einzelnen Zyklen, über die einzelnen Modelle tatsächlich die Identität von diesem Auto entwickelt hat. In diesem Fahrzeug ist der Innenraum komplett neu. Wir haben eine neue Schalltafel gestaltet, wir haben eine neue Mittelkonsole, wir haben weitestgehend neue Türen im vorderen Bereich, natürlich auch im hinteren Bereich. Alles neu. Es folgt natürlich unserer Interieur-Design-DNA. Das heißt, die Schalltafel ist vom Volumen sehr, sehr kompakt gestaltet. Sie ist breitenbetonend gestaltet und auf der Fahrerachse, da exponiert sich natürlich das Kombi-Instrument als der höchste Punkt in der kompletten Schalltafel-Topologie. Wenn wir jetzt mal weitergehen zu der Mittelkonsole. Die Mittelkonsole als solche ist von der Schalltafel entkoppelt, luftig entkoppelt. Das unterstützt nochmal die Breitenbetonung von der Schalltafel. Und die Mittelkonsole steigt natürlich an. Dieses Ansteigen gibt den Insassen das Gefühl, dass sie wirklich tief im Auto sitzen. Das sind die integralen Bestandteile der Interieur-Design-DNA. Und so haben wir sie jetzt in diesem Cayenne halt auch umgesetzt. Grundsätzlich muss man bei allen Porsche-Fahrzeugen sagen, dass die Sitzposition an der Stelle natürlich die von einem sehr, sehr sportlich orientierten Wagen ist. Das Lenkrad kommt direkt aus der Ikone, aus dem 911. Das ist jetzt genau das, was hier auf der Fahrerachse, die für uns in einem Porsche immer eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, sich in voller Pracht offenbart. Der Wählstufenschalter hat hier im neuen Cayenne seinen Platz wie im Taycan in der Schalltafel gefunden. Und zwar in diesem Black Panel, dieser cleane, schwarze Balken, der die Schalltafel strukturiert, ist die Antwort darauf, wie wir bei Porsche Displays integrieren. Nämlich extrem harmonisch unter einer sehr, sehr modernen, schwarzen Black-Panel-Hightech-Oberfläche, die sich von links nach rechts durch das Auto spannt. Das Kombi-Instrument selber ist eines meiner persönlichen Highlights in diesem Auto. Auch das ein Formzitat aus dem Taycan. Im Taycan haben wir erstmals dieses frei exponierte, im Grundriss gecurvte, fahrerorientierte Kombi-Instrument eingeführt. Und das finden wir jetzt in abgewandelter Form in diesem Auto wieder. Auch das zahlt auf die Fahrerachse ein, strahlt aus. Hier bewege ich einen Sportwagen. Hallo, ich bin Tino Weiß, Lead User Interface Designer bei Porsche. Das bedeutet, ich bin verantwortlich für die Ästhetik aller Display-Inhalte in all unseren Autos. Wir haben wirklich eine durchgängige Experience geschaffen mit sehr großen Displays, die uns natürlich eine ganz andere Möglichkeit bieten, Inhalte rüberzubringen. Und diese neue Generation nennt sich Driver Experience, da sie eben auch sich zum Ziel gesetzt hat, den Fahrer mit seinem Cockpit in den Mittelpunkt zu rücken und das Fahren an sich auch in den Mittelpunkt zurück, das Fahren als Haupttätigkeit zu sehen, per Default sozusagen. Wir haben eine digitale Oberfläche, mit der alles möglich ist und trotzdem tun wir die Vergangenheit zitieren und trotzdem gehen wir wieder auf runde Tuben, nicht in jedem Fall, aber in einigen dann doch. Gerade in denen, wo wir sagen, es ist uns wichtig, es ist ein Markenbild, es ist ein Gesicht, was mich anschauen soll, auch über mehrere Generationen, über mehrere Fahrzeugtypen hinweg, sodass ich eben in dieser Driver Experience mich auch immer wieder Porsche-typisch abgeholt fühle. Und das ist eine unserer Kernaufgaben, denen wir nachgehen. Ich kann einen wahnsinnigen Grad an Exklusivität und Individualisierung bei unseren Fahrzeugen spielen. Und das leben wir jetzt auch auf den digitalen Oberflächen weiter. Ich kann dort die Inhalte so einstellen, wie ich sie möchte, wie ich sie brauche und das auf jedem Display. Also ich setze mich rein in das Auto, drücke den Startknopf, typischerweise links neben dem Kombi-Instrument
Und dann werde ich begrüßt, ausgehend von der Fahrerachse, über viele Displays hinweg, 4 an der Zahl. Also es fängt an im Kombi-Instrument, startet es auf mit der mittleren Tube, öffnet die weiteren Tuben links und rechts und wir sehen den sogenannten Signature Screen. Dann geht das mittlere und das Beifahrerdisplay an. Als letztes geht dann das Head-Up-Display an und ich sehe die Gesamtinszenierung unserer Display-Architektur. Die Individualisierung fängt natürlich beim Fahrer an, in der Fahrerachse. Ich kann dort entscheiden, welche Inhalte ich auf der großen Bühne sehen will. Da kann ich diese Layouts durchwechseln. Und auf einem Layout mit den 3 Tuben kann ich sogar die linke und rechte Tube einstellen, je nach meinen Wünschen und Bedürfnissen. Selbiges kann ich auch im Head-Up-Display machen. Dort kann ich 6 Bereiche individuell einstellen, kann sagen, was ich dort sehen möchte. Und im letzten Schritt in meinem Center-Screen, den ich im Blickwinkel habe, kann ich dort auch auf dem My-Home-Screen 3 Themenfelder belegen, wo ich sage, die möchte ich gerne im Schnellzugriff haben. Das Beifahrerdisplay, wie der Name schon sagt, ist erstmal für mich gar nicht so einsehbar, mich als Fahrer, aber umso besser für den Beifahrer. Dieser Beifahrer, diese Beifahrerin hat fast 100%igen Funktionsumfang wie das mittlere Display, kann wirklich alles steuern, von Routennavigation, die eingegeben werden kann, über Musikinhalte oder auch, wenn sie mit all dem nichts zu tun haben möchten, kann er eben ein Video schauen. Und ich als Fahrer bekomme davon nichts mit, da durch eine Shutterfolie das Bild abgedeckt wird und so dieses Bild nur für den Beifahrer sichtbar ist. Was bei uns Fahrerindividualisierung und Fahrerausrichtung ausmacht, ist, dass wir Kernfunktionen in einen Schnellzugriff legen. So schnell, wie es nur möglich ist. Ich gehe auf die mittlere Tube und muss nur die Walze bewegen und kann zwischen mehreren Darstellungen wählen, die ganz unterschiedlichen Fahrsituationen gerecht werden. Diese Geschwindigkeit, so einen großen Impact zu machen, das ist die Fahrerorientierung, die uns sehr wichtig ist. Was ich visuell als erstes wahrnehme, ist der hohe Grad der Integrierung, dass wir uns eben vorgenommen haben zu sagen, wir wollen keinen Fremdkörper schaffen, wir wollen nichts schaffen, was heraussticht oder mich anschreit, sondern wir wollen etwas schaffen, was in diesem Gesamtkonstrukt wirklich funktioniert. Und das bestätigt sich. Ich bin zufrieden damit.